Du kennst das bestimmt auch. Die Zeit rennt und rennt und rennt. Ja, und schon ist sie rum. Was meine ich damit? Und zwar meine ich das Teamtreffen, was jetzt am Samstag, am 22. April stattfindet. Ja, mein erstes richtig großes Teamtreffen. Und ja, da gibt es natürlich ganz viel zu bedenken, zu machen und, und. Ja, darum gibt es heute von mir vier Projekte, aber ich werde sie dir nur zeigen. Das sind nämlich die Projekte, die wir am Samstag basteln. Also es ist eine Schwierigkeit, weil das sind ja alles Profis und dafür dann das Richtige zu finden. Nur ich hoffe, es ist mir geglückt. Und ja, ich zeige dir mal hier, was wir machen und mal schauen, welches dir am besten gefällt. Das werde ich dann demnächst als Basteltipp hier zeigen. Okay, erstmal das eine Projekt. Also ich habe schon alles fast zugeschnitten dafür und. Ich habe so kleine Dekos gemacht, die dann hier an die Kisten kommen und Anleitungen dazu. Ja, und das ist jetzt ein Projekt, das hast du Ostern schon bei mir gesehen. Und zwar hatte ich da diese Wassereier, nenne ich sie jetzt mal, gemacht. Und jetzt ist ja Ostern vorbei. Ich habe jetzt so, ja, Art Geschenkanhänger gemacht. Und ja, das kannst du natürlich auch in quadratisch machen, in oval, was du gerade so hast. Und hier habe ich den Büttenrand genommen, also diese Rechtecke mit Büttenrand heißen sie, glaube ich. Ja, sieht total cool aus und mal gucken, wie meinen Kollegen das so gefällt. Ja, wie gesagt, du hast das bereits gesehen, wie es geht. Und ja, ein weiteres Projekt, das ist so eine Pop-up-Karte. Also man kann sie so verschicken, sie passt so in den Umschlag und ich hoffe, du kannst es lesen. Da steht Danke drauf. Danke. So, und dann kann man das aufstellen, kann das so aufklappen. Und damit es oben nicht so offen ist, finde ich nicht so schön, habe ich so einen kleinen Deckel dazu. Und jetzt kannst du das so aufstellen und kannst das natürlich so dekorieren, wie du das gerne möchtest. Finde ich auch eine obersüße Idee. Und ja, mal gucken, wie mein Kollegen das gefällt. Das kann man ja auch ja mit tausend verschiedenen Sachen machen. Und ja, wie gesagt, finde das schöner, wenn das oben zu ist und es passt so genau in einen Umschlag rein. Ja, da habe ich auch alles schon für zugeschnitten und eine Anleitung gemacht, damit jeder weiß, was da auf ihn so zukommt. Und die Buchstaben, das sind hier aus dem angesagten Alphabet, die sind auch immer total cool, ne? So, das ist die Nummer 2. Dann gibt es eine Karte. Ich nenne sie einfach mal Wassertropfen. Und zwar sieht die so aus oder auch so, je nachdem, wie man das gerne möchte. Auch total schön, finde ich, ganz edel geprägt und ja, mit dem, was dir so gefällt. Kolorieren hier ist auch wieder so ein. So eine Rosette für den Karton. Und ja, wie du siehst, ich habe wirklich alles schon zugeschnitten und gemacht und getan. Ja, okay, das ist schon das dritte Teil. Und das letzte, das nenne ich mal Flechtkarte. Und zwar haben wir so eine super schöne Stanze. Und die heißt, ich zeige dir mal das Teil, perfekte Punkte. Also du stanzt es aus und dann ja, hast du lauter Punkte. Und das ist obercool, weil da kannst du viele Sachen draus machen. Also du kannst so wie hier, ich habe das jetzt einfach mal mit bunten Streifen gearbeitet, durchgezogen, untergeklebt oder was auch immer. Hier habe ich das Ganze mal nicht so vollflächig, sondern nur ein Stück davon. Auch mal wieder so eine Rosette drauf, die fiel mir gerade in die Finger und das passt ja total dazu. Oder man kann zum Beispiel auch mit Punkten arbeiten, mit bunten Punkten. Ich mache das mal andersrum. So, auch das ist eine Möglichkeit. Ja, und wie du siehst, ja, hier alles schön zugeschnitten und die Anleitung gemacht.
Ja, es ist eben ganz, ganz viel Arbeit, sowas. Und ja, es kamen jetzt auch noch die Kataloge dazwischen und ja, alles Mögliche. Und ich bin ja immer so ein bisschen, hänge ja immer ein bisschen hinterher. Und von daher, ja, gibt es diese Woche nichts weiter. Aber ich werde versuchen, dass ich live mal von der Veranstaltung erzähle. Entweder vorher oder nachher, keine Ahnung. Mal gucken, wie sich das so ergibt. Ja, ich hoffe, du schreibst mir mal, welches Projekt dir besonders gut gefallen hat, welches wir mal zusammen basteln wollen. Und das war jetzt so ganz kurz auf die Schnelle nochmal ein kleines Hallo aus Quickborn zum Wochenende. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis dahin. Tschüss!